Hallo YouTube und herzlich willkommen zur Baufolge vom Sonntag, meine Lieben. Ja, es ist mal wieder soweit und wir werden heute allerdings etwas verschönern. Denn, meine Lieben, ich habe mir ein bisschen was überlegt. Wir haben ja hier das Problem mit der Hecke generell. Und deswegen, mir ist aufgefallen, die Bäume schweben nicht, egal wie wir sie platzieren. Und von daher werden wir jetzt erst einmal die Hecken hier versuchen wegzunehmen. Und das Krasse ist, wenn ich die hier abbaue, seht ihr das, dann setzt es die nach unten. Also ich verstehe die Technik des Spiels noch nicht ganz, gerade im Sinne des Bauens. Und deswegen, ja, es ist halt einfach nur nervig. Aber wir verkaufen die erstmal alle wieder und beziehungsweise reißen das Ganze halt ab. Derzeit ist es so, die Jungs, also die Projektleitung, guckt dann nochmal, was ist denn der Wert, ne, des Ganzen. Denn was ich dann setzen möchte, die kleinen Bäumchen, die sind halt so um die 1000 Euro, Dollar, je nachdem wie ihr es nennen wollt, kosten die. Und da guckt dann halt Projektleitung drüber, dass man da nochmal irgendwie Ausgleichszahlung oder so machen kann. Denn das Ding ist ja, es ist ja nun nicht unbedingt, also es ist ja nun nicht mein Fehler, es ist ja nun ein Fehler des Spiels. Und das Ganze wäre halt suboptimal, wenn man da irgendwo Nachteile entstehen lassen würde oder so. Und da muss man aber sagen, da sind die Jungs halt sehr bestrebt drüber. Und deswegen werden wir das Ganze nämlich so machen. Wir gehen bei die Bäume rein und schauen mal, wir haben die hier, genau. Die kleine Zypresse oder die junge Zypresse vielmehr, und die werden wir dann halt hier so ringsrum setzen. Wir schauen natürlich mal, oder wartet mal, nee, das sieht halt doof aus, oder? Das, wartet mal, wir machen es mal anders. Wir machen es mal anders. Wir nehmen mal, geht die jetzt mit weg? Geht die weg? Okay, geht die weg? Da wartet. Natürlich wird das so ein Ding der Unmöglichkeit hier. So, wartet, mal gucken, dass wir die hier wegbekommen. Nee, nicht bauen, sondern abreißen. Okay, die geht jetzt nicht. Mal nochmal rausgehen aus dem Menü, nochmal reingehen ins Menü. Vielleicht liegt es ja daran. Bauen ist ja immer so ein Ding. So, wartet. Gehen wir nochmal hin. Okay, mein Lieben, dann machen wir es halt erstmal so weiter. Müssen wir dann mal gucken. Es ist halt, also ich glaube, wenn das Baumenü weiter so bleibt, meine Lieben, dann werden das Baumenü und ich nicht unbedingt Freunde. Muss man so ehrlich sagen. Denn es geht ja langsam auf keine Kuh heute mehr. So. Von daher werden wir hier die Bäumchen so ringsrum setzen. Haben wir hier so eine kleine Hecke. Und für die anderen, was die anderen Hecken anbelangt, da habe ich mir überlegt, da schauen wir mal, ob wir da vielleicht was mit Zäunen machen können. Denn die sollten ja relativ gut stehen. So. Die natürlich hier lang setzen. So. Es ist ein bisschen extravagant, das stimmt wohl. Und aber ja, man kann sich ja gestalterisch schön ein bisschen austoben. In dem Sinne, deswegen wir da halt auch einfach mal schauen, wie es dann im Endeffekt aussieht, das Ganze. So. Genau. Schuh raus. Und ich denke mal, die sollten dann
Definitiv. Stehen bleiben. So glaube ich. So, genau. Da haben wir die jetzt hier stehen. So. Und jetzt werden wir mal hier vorne sehen, denn hier die Hecke ist ja genauso. Die ist ja genauso handlich. Okay, warte mal. Jetzt sitzt die aber wieder unten. Wartet mal, jetzt probieren wir mal was. Wir können es ja nur probieren. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn sie hier so hochbackt oder so. Wir können ja bloß mal. Können ja bloß mal gucken. Vielleicht. Hier, passt auf, das probieren wir auch mal. Das probieren wir auch mal hier hinten. Vielleicht klappt der Trick 17. So. Dass die hier. So. Vielleicht klappt der Trick 17, meine Lieben. Müssen wir einfach mal probieren. Jetzt machen wir, gucken wir natürlich auch mal hier hinten. Wenn wir hier schauen. Vielleicht geht die ja auch nach unten. Schau an. Die geht auch nach unten. Die Schwertblade, ey. Also das soll mal einer verstehen, meine Lieben. Das soll mal einer verstehen. Ich aber nicht. Wir werden das, wie gesagt, hier einfach mal probieren. Und natürlich auch dann beim nächsten Mal speichern, sehen, ob uns das was gebracht hat. Oder ob nicht. Wisst ihr, wie ich meine? So, machen wir hier die Ecke noch zu. So. Wenn wir natürlich mal schauen, das Ganze ist ja hier hinten genauso. Müssen wir natürlich den, das nehmen wir natürlich raus, ja. Hinten gucken. Ah, hier. Die Hecke will nicht zu verkaufen sein, ja. So. Ja, probieren wir das mal. Vielleicht haben wir ja das System ausgedribbelt. Ich weiß es noch nicht ganz, meine Lieben. Ich weiß es noch nicht. Aber wir schauen mal. Da würde ich ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, da brat mir einer einen Storch, wenn das so funktioniert, wie wir das gerade hier probieren. Also dann fresse ich wirklich einen Besen. Das Problem ist jetzt, verdammt, ich weiß jetzt gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, darf ich jetzt eigentlich hier mal kurz das Gerät wegnehmen? Mit dem Kopf das natürlich. Ah, habt ihr gehört, mein Souffleur hat mir zugeflüstert, ich darf. Ich will mal kurz das Gerät beiseite stellen. Ja. Wir machen es nämlich auch mal so zur Info für euch, meine Lieben. Wir machen es natürlich immer so, dass, wenn es zeitlich passt, na, von der Projektleitung natürlich auch jemand mit drüber schaut, na, dass das natürlich auch mit rechten Dingen hier zugeht. Na. Der Fairness halber, also quasi mal so ein kleiner Einblick für euch. Und da ist nämlich heute der Christian mit bei mir, der guckt da nämlich so. Und dass wir natürlich auch die Zeit einhalten und vielleicht auch mit dem Schlepper richtig dran fahren, das Gerät wegzubekommen. So. Und dann nehmen wir das nämlich mal hier weg. Genau. So, können wir den nämlich gleich wieder abstellen und dann bauen wir mal weiter. Halt, hier waren wir drin. So. Mal die Hecken hier.
Ja, die will sich halt immer noch nicht abreißen lassen, die Hecke. Warum auch immer. Ja gut, dann lassen wir die erste Mal so stehen. Wir können bloß hoffen, dass er dann halt beim nächsten Mal vielleicht unten ist. Oder warte, ach nee, Quatsch, wartet mal. Vielleicht ist es natürlich auch bloß ein Grafikbug, das kann man auch nicht anders sehen. So. Genau, pass auf, das machen wir, das Ganze machen wir jetzt nämlich auch hier hinten mit der Hecke. Oh, die große. Die nehmen wir nämlich mal. Nein! Oh, nicht das Gebäude. Junge, 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 jetzt hätten wir fast. Nicht doch. Mal fast einen Fehler gemacht, meine Lieben. Ja. Ah, seht ihr? So wird ein Schuh draus. So setzt sich auch die Hecke, meine Lieben. So setzt sich auch die Hecke. Ich werd blöde, wenn das klappt, ey. Ich werd blöde, wenn das klappt. Ja. Die Hecke noch mal dran. Ja, okay, wunderbar. Hat das wenigstens schon mal funktioniert. So, jetzt verkaufen wir das hier wieder. Okay, die hat sich wieder gesetzt. Wunderbar. Haben wir ja gesagt, das nehmen wir hier so rein. Genau. Ich hoffe, hier vorne noch mal was probieren. So. Vielleicht können wir die nämlich. Lene Hecke will sich nicht verkaufen lassen. Bitte. Na gut, dann lassen wir das mal so stehen. Dann nehmen wir die Hecke hier und verkaufen die. Da. Die Hecke will wieder nicht. Findest du wahnsinnig werden. Also damit, meine Lieben, also wenn das Giants nicht bald fixt, ne, da kriege ich hier echt einen Schreikrampf. Aber einen richtigen Schreikrampf. Nicht verkaufen. So, mal gucken. Hier weg. Das weg, das weg, das weg. So. Und die will wieder nicht. Und die Hecke will wieder nicht. Ah, da kennst du doch schon mal. Ah, ne, pass auf, das machen wir dann vielleicht anders. So, erstmal machen wir hier unten wieder zu. Hier wieder.
Gehen wir hier oben mal ran. So, passt auf. Um das hier dann zu ver... Müssen wir gucken, ob das dann hier beim nächsten Mal noch schwebt. Wenn das hier beim nächsten Mal noch schwebt, mein Lieben, dann werden wir dann einfach so eine Duja-Hecke drum setzen, also eine Lebensbaumhecke. Und werden wir die Stelle hier nochmal angehen. So. Wunderbar. Gucken, ob wir hier was dran ändern können. Auch die Hecke gesenkt, Alter. Da wirst du. Hältst du ein bisschen vom Glauben ab. Aber gut, müssen wir gucken. Müssen wir schauen. Wenn es daran gelegen hat, wäre es ja super, dass da vielleicht nur daran gelegen hat. Da. Genau, wunderbar. So, dann nehmen wir uns einen Zaun. Ich habe mir nämlich überlegt, wir könnten ja hier, schaut mal, könnten ja hier bei die Hühner einfach mal das Ganze so hier machen. Ich glaube, das nehme ich ein bisschen schöner aus. So. Mal gucken, dass da hier auch gerade ist. Oh, hier. Ich würde bald behaupten, das passt dann ein bisschen besser. So, wartet. So, genau. Und jetzt gehen wir nämlich sonstiges. So. Hab schon nämlich letztens, wo war denn das hier? Pass auf, da haben wir nämlich ein bisschen grün gesehen. Wo war hier? Auf. Die gefallen mir nämlich sehr gut hier. Dann werden wir die einmal. Und einmal. Einmal. Dann werden wir die nämlich hier so rumsetzen, dass das mal ein bisschen hier Farbe bekommt, das Ganze. So. Okay, und dann gucken wir jetzt nochmal wegen der Hecke, denn darum geht es ja heute am meisten. Dass die soweit. Ich werde irre, die hat sich hier tatsächlich wieder gesetzt. Seht ihr das? Seht ihr das? Die nicht gesetzt. Wieder gesetzt. Pass auf, das kriegen wir hin. Wo war es jetzt hier? Die Kurs. Die Zähne. Ja, passt auf. Nein, du nimmst doch jetzt. Ja. Und die hier mal abreißen. Habt ihr das gesehen? Die ganze Hecke nach unten gegangen. Da wirst du blöde. So, also wenn es nur daran gelegen hat, es ist ein Besen. Natürlich nicht richtig, ne, sondern nur sinnbildlich, mein Lieben. Da müssen wir nämlich mal schauen. Da können wir nämlich hier vorne. Ah, das passt. Passt. Das passt auch. Passt auch. Hier. Der Zaun, genau. So, das wird. Hier machen wir nämlich genau dasselbe. Oder das Tor, genau. Ha, ich werd verrückt. Du hattest das hier jetzt auch. Wartet mal. Das glaubt doch keiner, wenn es keiner gesehen hat. Das ist doch.
Na komm, jetzt wählst du aus. Jetzt hat er es doch gerade. Guckt euch das doch an. Das klippt in Kinder. Ne, wir hatten ein großes Tor. Ah, da hat man das hier dran. Passt auf, machen wir das anders. Wo haben wir das hier? Genau. Haben wir natürlich schon. Fuchsen. So, passt auf. Machen wir das Ganze natürlich so. Man muss dann halt ne, ein bisschen so Plan B und C machen. So. Schwebt das immer noch? Nee, das passt so weit. So. Okay. Das passt auch. Das passt auch. Die Hecken sind auch soweit in Ordnung. Ich stell mich ja echt beömmeln, wenn das so ist, wie es ist, meine Lieben. So, passt auf. Dann werden wir jetzt hier mal noch einen Zaun setzen. Warte mal kurz, ich nehme gerade auf. So. Nee, was wir schon immer machen wollten. Saskia, ich nehme gerade auf. Passt gerade nicht. So. Wir machen jetzt mal noch ein. Oh, hier hinten hin. Passt das? Oder ist das? Es müsste theoretisch. Wartet mal. Nur mal schauen. Wir müssen mal schauen. Will mir jetzt natürlich auch nichts verbauen, denn wir hatten gesagt, hier kommt der Stall mit hin. Genau, das passt so nicht. Das passt so absolut nicht. Was wir aber machen können, ist nämlich hier hinten, dass das ja langsam mal zu Potte kommt. Schöne Wohnung. So. Aber ne, Asphalt wollte ich nicht, Schotter wollte ich nicht. Mal erstmal so hier machen. So. Unten das natürlich lang. Ja, machen wir es doch gleich so. Denke mal, das passt am besten. So, dann die Pflanzen. Noch die Ecke rummalen. Wo bis hierher kommen. Da haben wir den Abteil nämlich auch schon wieder fertig. So. Genau, so wird langsam. Wird langsam ein Schuh draus. So. Genau. Und da wir hier ja sowieso Platz brauchen, wir brauchen nämlich noch ein paar Lampen, meine Lieben. Deswegen setzen wir uns jetzt mal noch ein paar Lampen hin. Brauchen zum einen, brauchen wir hier eine Lampe.
gucken. So eine große hier. Wir werden uns hier hinsetzen. Einmal. Hier macht es nicht viel Sinn. Hier macht es Sinn. Werden wir uns hier eine setzen. Und hier werden wir uns auch noch eine setzen. Genau, so wird ein Schuh draus. So, jetzt brauchen wir aber auch noch ein Schwerlastregal. Das ist ein Metallregal. So, wartet, wo hat man denn das? Das hatten wir. Oh, das ist aber auch hübsch. Das ist aber auch. Ja, gut, da kommen wir dann später dazu, mein Lieben. Hier was nicht. Ja, hier. Palettenregal. Also, wo ist es? Nee. Das. Hier so reinsetzen, müsste es eigentlich fast passen. Ja. Nicht hier oben reinbatzelt. Was hier von der Ecke her aussieht. Das sticht halt da oben rein, das ist nicht gut. Na, wartet mal. Ganze rumdrehe, steht es aber verkehrt rum. Das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof. Gut, meine Lieben, dann schreibt ihr mir zu dem Regal allerdings mal in die Kommentare, wo wir das am besten hinsetzen sollten. So, jetzt müssen wir mal gucken. Nicht. Halt. Ich probiere es einfach mal. Wir werden es mal probieren. Ja, das ist. Sieht wieder nichts. Ja, das will auch wieder nicht. Na, da müssen wir halt mal. Mal probieren, ob das hier geht. Sieht auch oder nicht. Gut, meine Lieben, ihr seht, anzeigenmäßig funzt das natürlich leider nicht so. Deswegen, ja, werden wir hier auch erstmal ein Ende dran machen. Ihr seht, wir haben noch ein bisschen was zu bauen. In Bezug auf den Stall werden wir natürlich auch noch ein bisschen sparen. So, und drückt die Daumen, meine Lieben, drückt die Daumen, dass das jetzt passt. Mit den Hecken, dass die nicht nochmal irgendwie schweben. Und ja, in diesem Sinne sage ich erstmal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal.